Sportlich die kleinen Bayern schon wie die Profis unterwegs, mit internationalen Duellen unter der Woche und auch die Unterstützung der Fans an diesem Tag fast schon Bundesliga-reif. Über 1000 Fans im Stadion an der Grünwalder Straße und das hat auch einen Grund. Fans der Bayern, die ein Ticket für das Spiel der Profis am Abend gegen die Mainzer besitzen, müssen hier heute ausnahmsweise keinen Eintritt zahlen. Garching über eine halbe Stunde lang mit einer sehr soliden und disziplinierten Abwehrleistung, doch die Bayern zeichnet eben aus, dass ihnen manchmal ein paar entscheidende Minuten reichen. Vried mit zwei Kontakten, eine Mitnahme, dann der krönende Abschluss, das 1:0. Das Tor nach 40 Minuten wie ein Dosenöffner für die Roten, denn ehe sich die Garchinger Hintermannschaft wieder sortieren kann, klingelt es erneut. Nur drei Minuten später, wieder ist es Fried nach einem Doppelpass mit Sturmpartner Zirk C. Mehr Gefühl geht nicht, ein Sonntagsschlenzer in den Winkel zum 2:0. Zur Halbzeit Garchings scheidender Trainer Weber aufgrund des Doppelschlags geschockt. Die Leistung des VfR bis dahin gerade defensiv eigentlich sehr ordentlich. Rein in Hälfte 2, 8 Minuten nach Wiederanpfiff, Rochel seitlich auf Höhe des 16ers. Alle warten auf die Flanke, doch keiner geht hin und trotzdem ist er drin. Etwas glücklicher Treffer, Vried nimmt Garching-Keeper Engel noch etwas die Sicht und so ist die Vorentscheidung schon kurz nach der Pause gefallen. Das denken zumindest alle, doch der VfR schlägt unerwartet schnell zurück. Nur drei Minuten nach dem 3:0 die Bayern-Hintermannschaft, offenbar schon im Ruhemodus. Früchtl kann zuerst noch abwehren, doch ist dann machtlos. Micheli nutzt den Abstauber zum Anschlusstreffer. Die Gäste nun mit Selbstvertrauen werden hier auf einmal aufmüpfig. 61. Minute, Zauberpass von Sefferings, der Leihgabe der Münchner Löwen, auf Niebauer und der in Gerd Müller-Manier aus der Drehung. 3:2, wer hätte das gedacht, dass hier nochmal so eine Spannung reinkommen könnte. Die Jungs in Weiß werfen noch einmal alles nach vorne, gefährlich wurde es jedoch nicht mehr. Die Bayern erschöpft und glücklich, die Garchinger erschöpft und enttäuscht. Die Münchner durch das 3:2 auf Meisterschaftskurs. Garching kämpft weiter um den Klassenerhalt.